Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem DuggyLP. Und ja, wir befinden uns hier direkt im Bootshaus von Hogwarts und meine ganz kleine Info am Anfang der Folge, weil ich ja eigentlich erzählt habe, dass wir in dieser Staffel mit den Schlafsälen fertig werden wollen, aber naja, ihr habt wahrscheinlich jetzt auch gerade gegen Ende dieser Staffel gemerkt, dass ich leider mit meinen Plänen nicht immer so zuverlässig bin, beziehungsweise die gerne mal über den Haufen werfe. Aber bevor jetzt Aufschrei herrscht und gesagt wird, aber Daniel, wir wollen unbedingt, dass es fertig gebaut wird. Ja Leute, das Ziel besteht immer noch, aber ich persönlich fände es jetzt ehrlich gesagt ein ganz kleines bisschen sehr blöd, wenn wir jetzt wirklich die letzten Folgen nur noch daran bauen würden. Und ja, deswegen werde ich hin und wieder noch andere Aufgaben mit einschieben, die da nicht minder interessant sind. Und eine Aufgabe, die da ganz prominent momentan noch in der Mache ist, ist hier unser Bootshaus von Hogwarts. Und ja, da würde ich jetzt gerne in der heutigen Folge mal wieder alleine, ihr seht, um mich herum ist niemand, außer da oben, die Leute, die ja meinen Namen wahrscheinlich wieder gesehen haben und sich fragen, was ich hier unten anstelle. Aber ansonsten ist niemand hier. Und ja, deswegen werde ich mich heute mal so ein bisschen daran bemühen, dieses Bootshaus hier schön umzusetzen. Ja, es gibt zum Beispiel die Aufgabe, dass ich jetzt das Dach fertig bauen muss. Ich würde gerne mit dem Glas hier weitermachen. Und ich muss mir nochmal überlegen, wie das Ganze hier von dem, von dem Aufbau her, ob das in Ordnung ist oder ob wir da gegebenenfalls nochmal was ändern. Weil eine Sache, die ich direkt am Anfang... Oh nein, bitte nicht! Okay, Leute, ich logge mich kurz ein und aus. Beginnt ja echt wieder super toll. Server, bitte, lass mich den Animagus zaubern. Hallo Animagus, na, alles klar bei dir? Ich muss dich mal eben gerade umbringen. Ja, tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Du bist halt einfach nicht richtig gespawnt und deswegen musst du sterben. So, ja. So, jetzt aber ein zweiter Versuch. Animagus, ahoi! Oh, jetzt klappt's. Okay, nice. Also, die Aufgabe besteht nämlich darin, oder die Überlegung besteht darin, dass wir dieses, Dach selber nochmal einen einzigen Stein weiter nach oben bauen. Weil, auf dem Foto, was ich habe, sieht man, dass hier, das hier, also, ne, das, da, wo ich gerade mit dem Fadenkreuz drauf zeige, das ist laut meinem Bild nämlich eigentlich noch ein ganz kleines bisschen höher. Und das ist auch wichtig, um später anständige Dachgauben dran zu bauen. Und wenn man sich das mal so ein bisschen vom Weiten anguckt, dann glaube ich, könnte das auch gar nicht so sehr schaden, wenn man das nochmal ein bisschen breiter baut. Ja, ist jetzt wirklich die Frage, Leute. Aber hey, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei und irgendwie würde ich das schon gerne machen. Und weil jetzt hier noch nicht so viele Treppenstufen gesetzt wurden, kann man das eigentlich auch gut hinkriegen. Ja, deswegen, warum wurde das eigentlich hier nicht gemacht? Wurde da irgendwas bedacht oder etwas nicht bedacht oder... Jetzt bin ich wieder verwirrt. Nein, ich glaube, da wurde nichts bedacht. Okay, dann machen wir das jetzt erstmal so. Ich baue jetzt das ganze Seitenteil nochmal ein bisschen größer. Das bedeutet, wir müssen hier nochmal eben die Blöcke wegnehmen. Und in der Zeit, wartet, mache ich nochmal eben gerade hier Not Enough Items aus. Sonst habt ihr die ganze Zeit diese blöde Anzeige. So, und in der Zeit lese ich euch mal den heutigen Kommentar vor, der ein bisschen länger dauert zum Vorlesen, weil er ein bisschen mehr Text beinhaltet. So, mal sehen, ob ich das jetzt gut hinbekomme, während ich hier abbaue, ohne zu sterben. Der heutige Kommentar kommt nämlich von der lieben Rike Severus. Sie hat geschrieben, Achtung, kompliziertes LBH-Thema in Ammarsch. Oh je, warte mal, ich glaube, ich nehme doch lieber das andere. Nein, Spaß. Thema für LBH. Im zweiten Teil, wo Hermine, Harry und der andere komische Typ, ach so, ja, ich weiß, glaube ich, wen du meinst. Das, ja, das stimmt. Den Vielsafttrank brauen, hat Hermine vor, sich in Millicent Bulstrode zu verwandeln, die über die Weihnachtsserien nach Hause gefahren ist. Sie hat vor, zu erzählen, dass sie sich entschieden hat, in Hogwarts zu bleiben. Aber sie bleibt ja nicht die ganzen Ferien in Millicents Körper. Da hätte doch sofort jemand etwas herausfinden können, wenn Millicent auf einmal wieder da ist und dann wieder weg ist. War das nicht total dumm von Hermine? Ja, eine sehr, sehr schöne und spannende Frage, die sich wahrscheinlich auch dadurch erschlossen hat, weil zuletzt das Faktenvideo zu Millicent Bulstrode kam. Und ja, unter diesem Faktenvideo habe ich tatsächlich auch diesen Kommentar gefunden. Und ja, es ist wirklich spannend, weil an sich hast du vollkommen recht. Also Hermines Plan hatte da definitiv ein paar Logiklöcher. Und ich habe mir vor der Folge natürlich auch schon was überlegt, weil ja, spannendes Thema auf jeden Fall auch, aber kompliziertes Thema, wie sie ja auch schon selber gesagt hat. Und ja, da neigt der Daniel schon gerne mal dazu, ein bisschen viel Blödsinn zu erzählen, weshalb ich mir diesmal die Mühe gemacht habe, ein bisschen mehr zu recherchieren. Genau, so. Und ich habe mir auch einen kleinen Zettel, hört ihr das? Ja, das ist ein Blatt Papier, Leute. Da stehen Sachen drauf für das heutige Thema. Ja, Zeitumkehrer, ahoi. Sehr schön. Ja, deswegen, also heute kommt auf jeden Fall der ein oder andere, ja, produktive Satz aus meinem Mundwerk. Und werden wir auch sofort machen, Leute. Ich würde nur mal gerade ganz kurz gerne...
ja, das Dach hier einmal abbauen. Ja, Animagus, ist klar, fliegt halt so schnell nach oben, ist okay. Ja, ist okay, kein Problem. So, dann machen wir das mal eben hier. Und, ja, wobei, eigentlich kann ich auch jetzt schon darauf eingehen, weil ich meine, Dach abbauen ist die leichteste Aufgabe von dem, was wir heute machen werden. Also, grundsätzlich habe ich das Ganze auf drei kleinere Theorien aufgebaut. Die ersten beiden, die ich nenne, sind die, die ich am wenigsten wahrscheinlich halte. Und die letzte ist die, die ich am wahrscheinlichsten halte. Und ja, die erste, die ich mir da aufgeschrieben habe, die auch, ja, also da kann man, glaube ich, nicht so wirklich sagen, dass es eine gute Theorie wäre, aber ich finde sie trotzdem ganz interessant, mal so zu nennen. Und zwar, Millicent Bulstrode war ja jetzt nicht die allerbeliebteste Schülerin auf Hogwarts und hatte jetzt auch nicht den größten Freundeskreis. Und ja, es könnte ja durchaus sein, dass Hermine sich einfach gedacht hat, dass sie, ja, dass es nicht auffällt. Weil, naja, im Grunde hätte das ja eigentlich nur ihren Freunden auffallen können. Und wenn man dann halt, eventuell, weil diese Freunde dann eben auch in den Ferien sind und das gar nicht mitbekommen würden, ja, wäre das vielleicht auch aus diesem Grund gar nicht so sehr aufgefallen, dass dann, ja, dass dann Millicent Bulstrode eben, ja, wieder weg ist plötzlich in den Ferien, obwohl sie dann davor gesagt, also da muss man auch ein bisschen aufpassen, Leute, also nicht durcheinander kommen. Die echte Millicent Bulstrode hat gesagt, dass sie in den Ferien nach Hause fährt. Und Hermines Plan war halt eben zu sagen, eben als Millicent Bulstrode, nee, ich bin doch nicht nach Hause gefahren und bin jetzt über die Schulzeit hier geblieben. Und was Rieke Severus geschrieben hat, ist eben der Punkt, dass ja, Hermine nicht lange genug den Vielsafttrank eben, also dass der Vielsafttrank nicht lange genug gewirkt hätte, als dass sie die ganzen Ferien über Millicent bleiben könnte und dementsprechend Millicent dann wieder verschwunden wäre, weil sie ja eigentlich zu Hause ist. Und ja, aber wie gesagt, damit sowas auffällt, sind halt Freunde relativ, ja, wichtig. Also beziehungsweise, ja, würde ich sagen, dass es einen großen Stellenwert hat. Und alleine deswegen finde ich es schon durchaus, ja, also ich glaube schon, dass es aufgefallen wäre. Also für so unbekannt würde ich sie jetzt auch nicht halten. Aber ich kann mir trotzdem, ich stelle mir vor, trotzdem, dass es, ja, das ist vielleicht nicht so mega, mega aufgefallen. Aber wie gesagt, das ist nur die kleinere Theorie an der Stelle. Was da allerdings noch mit reinspielt, was man direkt dazu sagen kann, es waren ja Weihnachtsferien. Und ja, das heißt, auch Lehrer oder so werden nichts davon mitbekommen haben, weil die Lehrer ja selber eben, ja, die sind zwar noch in der Schule schon, ja, aber was macht man denn in den Ferien? Da ist man ja nicht im Unterricht und die häufigste Zeit, wo Lehrer auf Schüler treffen, sind die Unterrichtsstunden oder eben, ja, in der großen Halle so random oder so, aber es gibt ja keine geregelten Treffen, wie im Unterricht zum Beispiel. Das bedeutet, dass die Schüler eigentlich relativ random in Hogwarts rumlaufen können. Und da müsste es ja einem Lehrer ganz explizit auffallen, dass eine Schülerin plötzlich da ist und dann plötzlich wieder weg ist. Und ja, ich weiß nicht, ob eine Lehrerin oder ein Lehrer so explizit darauf geachtet hätte und ob das wirklich aufgefallen wäre. Das könnte man vielleicht nur als zusätzliche Theorie dabei nennen, aber auch da, ja, bin ich mir nicht ganz so sicher. Also kann sein, muss aber nicht. So, zu den anderen Punkten, da komme ich jetzt gleich, ich muss nämlich mal gerade kurz schauen und überlegen, aber ja, so gefällt es mir doch noch ein bisschen besser. Habe ich eigentlich überhaupt was geändert? Daniel, du Scherzkeks! Ich bin auch im Überlegen, sollen wir die Ecksteine hier rausnehmen? Wisst ihr, so oder? Ja, eigentlich ist das schöner, oder? Dann sieht es nicht ganz so klobig aus, weil wir dann hier auch nochmal welche rausnehmen können. Ich probiere das mal eben kurz, Leute. Und dann machen wir die andere Seite. Und dann werden wir jetzt natürlich auch noch in dieser Folge probieren, die ja, Fensterscheiben reinzusetzen. Und auch die Dachgiebel. Ich meine, nicht die nein, nicht die Dachgiebel, aber die Dachsteine. Genau, das war's, was ich sagen wollte. So, ja. Ja, doch, ich find's schöner, Leute. Also, wenn ihr das nicht schöner findet, dann sagt mir das gerne. Bringt mich einfach nur nicht um. Aber ich find's eigentlich ganz knockig. Habe ich's nicht genauso gebaut wie... Warte mal, Leute. Yay! Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Nee, habe ich nicht. Hab's richtig. Nee, alles gut, Leute. Okay, nee, gut, 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 alles gut. Also, dann machen wir das jetzt mal schnell auf der Seite hier auch, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Weil dazu neige ich leider. Und ja. Hä, aber Moment mal. Stopp mal. Ey, Leute, habe ich jetzt schon wieder irgendwie... Gehirn, mach mal bitte was Anständiges gerade und sag mir mal bitte, was ich hier... War diese Seite vorher schon genauso gebaut wie die da? Anscheinend, weil die ist ja schon direkt so...
Ja, so viel zum Thema Gehirnmasse und so. Ich, ja, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, Leute. Und ich werde jetzt mal eben gerade ganz kurz hier schon mal ein paar Dachsteine setzen. Genau, damit wir uns davon schon mal ein Bild machen können, wie das Ganze am Ende aussieht. Ach du Heilige, ey, meine Güte. Aber ich muss zu meiner Verteidigung auch sagen, es ist schon ein bisschen später am Tag. Wir haben jetzt gerade im Real Life fast 8 Uhr. Ja gut, das ist jetzt auch noch nicht mega spät, aber relativ spät für die normale Zeit, wo ich normalerweise aufnehme. Und ja, genau. Hoffentlich zieht die Ausrede bei euch. Nee, aber was ich noch sagen wollte zu dem ganzen Thema und ja, zu dem, was ich mir dann noch aufgeschrieben habe, dass eben der, oder das, was ich als krasseste oder als beste Theorie werten würde, ist der Punkt, dass Hermine einfach schlicht und ergreifend, und ich finde, das ist auch die einleuchtendste Theorie, nicht wirklich viel Plan von dem Vielsafttrank hatte. Also, Hermine war ja so gesehen, oder hat den zum ersten Mal gebraut, und sie hat sich auch zum ersten Mal das Ganze eben aus diesem Schul- oder aus diesem Buch generell rausgezogen, die Info, und hat ja auch selber gesagt, dass es ein extrem komplizierter Zaubertrank war. Und ich meine, hey, wir dürfen nicht vergessen, ja, was für ein Schuljahr die, also was für ein Schuljahr in, boah, ich kann nicht mehr reden, Leute. In welchem Schuljahr Hermine war, genau das wollte ich sagen. Und ja, im zweiten Schuljahr einen Vielsafttrank zu brauen, das ist schon eine Hardcore-Leistung. Und deswegen, also ich könnte mir auch durchaus denken, dass es eventuell auch einfach nur den Grund hat, dass Hermine gar nicht wusste, dass der Vielsafttrank eventuell, ja, die Wirkung so schnell verlieren könnte. Also vielleicht hat sie das mal gelesen, es könnte sogar sein, also auch wenn es in den Büchern gesagt wurde, dass sie das mal gelesen hat, es müsste ja nicht bedeuten, dass sie die ganze Zeit sich darauf zurückbesinnt, beziehungsweise, dass sie das wirklich in sich aufgenommen hat, diese Information. Weil wir dürfen immer noch nicht vergessen, Hermine ist zwar extrem intelligent, und Moment, ich mach mal kurz den Regen aus, weil den nervt übel. Hermine ist zwar extrem intelligent, und ihr wisst, Leute, ich wäre der Letzte, der das verneinen würde, aber trotzdem kann es ja durchaus sein, dass sie da eben ein paar Dinge einfach falsch verstanden hat, oder dass sie, ja, dass sie einfach diese Info nicht hatte. Und dass sie deswegen dachte, okay, ich mache jetzt einen Vielsafttrank und der wirkt dann eben für diese Zeit. Und dass sie das gar nicht hat kommen sehen, dass sie ja gar nicht über die ganzen Ferien verteilt diese Wirkung in sich hat. Und dass sie nicht die ganzen Ferien aussieht wie Millicent Bulstrode. Ja, deswegen, also das könnte eventuell auch noch ein Punkt sein, weil man darf einfach nicht vergessen, dass Hermine im zweiten Schuljahr war, dass der Vielsafttrank was völlig Neues für alle drei war und ja, das spielt halt extrem rein und ich denke, das ist auch mit einer der ausschlaggebendsten Gründe, neben dem Punkt, dass es wahrscheinlich aber auch nicht so besonders aufgefallen wäre, weil da hätte ja, also wie am Anfang schon gesagt, ja jeder drauf achten müssen und das hätte einem ganz explizit auffallen müssen, dass Millicent eben da, ich meine, keine Ahnung, so, ich denke mal, die meisten ihrer Freunde, sie war ja im Haus Slytherin, ich denke mal, die meisten davon werden auch nach Hause gefahren sein in den Ferien, also würde ich jetzt einfach mal schätzen. Und, ja, vor wem muss sie sich denn dann noch innerhalb der Ferien verantworten? Also klar, danach wären vielleicht Fragen aufgetaucht, so von wegen, ey, du warst ja doch da und dann hätte sie gesagt, nee, aber ich war doch zu Hause, das hätte vielleicht noch irgendwie auffallen können. Aber ansonsten, vor wem hätte sie sich verantworten sollen? Vor Lehrern? Wann denn? Ich meine, die Lehrer können ja gar nicht sagen, wann sie wo war. Sie hätte ja auch einfach theoretisch zumindest die ganzen Ferien im Gemeinschaftsraum chillen können und hätte sich da nie den Leuten zeigen können. Also rein theoretisch wirklich nur. Und deswegen, also die Lehrer hätten sie ja gar nicht zwangsläufig zu sehen bekommen. Wenn Unterricht gewesen wäre, dann wieder was völlig anderes, weil die Lehrer dann eben, ja, Unterricht mit den Schülern hätten und es eben aufgefallen wäre, wenn Millicent dann eben nicht gekommen wäre. Und ja, ansonsten würde mir da aber speziell auch nichts einfallen. Also ganz im Ernst, Leute, ich weiß nicht. Also vielleicht habt ihr ja noch eine Theorie. Ich bin ja immer offen und freue mich da auch auf jeden Fall drauf. Schreibt mir die auch gerne mal. Aber mir persönlich, nee, Leute, da fällt mir nichts zu ein. Nein, also das war es soweit. Ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich da auf eure Kommentare. Aber jetzt werden wir uns erstmal wieder auf die Bauaufgabe selber fokussieren. Weil ich will ja hier alles richtig machen soweit. Wird's wieder dunkel? Ich glaube nicht, oder? Nö. Okay, gut, dann gucken wir uns das Ganze nochmal von der Seite an, weil ich bin mir jetzt gerade selber nicht sicher, ob ich hier nicht irgendwo doch einen Flüchtigkeitszähler eingebaut habe. Aber das sieht alles noch ganz knorkig aus. Okay, gut, dann kommt jetzt der nächste Stein und zwar, Moment mal, ja, genau der hier, so. Können wir eigentlich schon direkt so zubauen. Warum habe ich eigentlich nicht direkt mehr Cobbles mitgenommen? Übrigens, ich habe einige Kommentare gelesen, wo mir auch gesagt wurde, ich wäre fast hier runtergefallen, wo mir gesagt wurde, dass ich mal mehr verschiedene Steine nutzen soll. Das werde ich auch in Zukunft machen. Mit dem Chisel haben wir damit ja eine easige Möglichkeit, ja, das eben zu provozieren. Aber erstmal mache ich das jetzt hier mit Cobble, weil ich den eigentlich ganz schön finde und es auch viele Leute gab, die gesagt haben, dass sie es schön finden.
aber wir sind, oder ich bin immer offen für weitere Ideen, Leute. Wenn ihr sagt, nee, Daniel, das ist blöd, was du da machst, dann ändern wir es halt nochmal, gar kein Thema. Oder wir können auch später mit dem Schissel, wie gesagt, die Steine noch ein bisschen anpassen, das ist auch kein Thema. So, jetzt hier nochmal ein bisschen nach oben. Wir machen jetzt auf jeden Fall das Steindach soweit fertig und jetzt wird es aber dunkel, oder? Ja, jetzt wird es dunkel, aber man hat immer den Anschein, dass es schon dunkel wäre, weil die ganzen Berge hier so das Licht direkt wegnehmen. Das ist total verwirrend. Zeitumkehrer, ahoi. Zeitumkehrer, ahoi, habe ich gesagt. Hallo, Zeitumkehrer, ahoi. Kann doch nicht so schwer sein. Sag mal, Spiel, willst du mich mobben? Das mobbt mich. Das mobbt mich halt. Ey, sag mal, das gibt's doch nicht. Ich kann doch... Jetzt aber. Ey, ich krieg die Krise, Leute. Ich hab noch nie solche Probleme gehabt. Zeitumkehrer, ahoi. Jetzt. Ja, okay, jetzt habe ich es geschafft, Leute. Das war eine schwierige Geburt. Ey, wehe, die lachen mich schon wieder aus. Nein, da lacht mich keiner aus, zum Glück. Also, nö. Nö, vielleicht ist denen das auch gar nicht aufgefallen, keine Ahnung. So, da darf mich wieder nicht zu sehr ablenken lassen. Denn wie gesagt, wir müssen jetzt selber noch gucken und, ja, oder ich hole jetzt erstmal Steine, würde ich sagen. Wartet mal eben. Slash Home Base, genau. Und dann bewegen wir meinen Allerwertesten mal eben. Ey, wo sind meine Gefangenen? Die sind ausgebrochen. Hermine, hast du gesehen, wo die hin sind? Na, dann muss ich mir auf jeden Fall nochmal die Videoüberwachungskameras anschauen, die hier natürlich auf jeden Fall installiert sind. Ja, dann gucken wir mal, wer da wie ausgebrochen ist. So, Steine haben wir jetzt genug, dann geht's jetzt wieder zurück. Und ja, auf die Zeit gucken kann ich so nur sagen, dass es eigentlich ganz gut aussieht. Vielleicht kriegen wir es ja heute noch hin. Also Steindach kriegen wir auf jeden Fall hin. Ob wir auch noch die anderen Sachen hinbekommen, das weiß ich nicht. Was ist das denn für ein Skin? Not a bot. Ja, der Skin sagt das auf jeden Fall auch. Und hier, oh, wie süß, Anna, mit dem Kürbis auf dem Kopf. Schön. Bist ja hübsch, Anna. Sehr schön. Und kam mehr voll mit ihrem Eisbären-Hoodie. Ja, cool. So, ja, dann fliegen wir mal nach oben und wieder nach unten, denn ich darf mich nicht ablenken lassen, because wir müssen ja noch hier fertig werden. Ja, und ich höre auf mit dem Singen. Ich habe mir das irgendwie in letzter Zeit voll angewöhnt. Ich weiß auch nicht, warum. Also, dieses... Es tut mir leid. Wie gesagt, sagt mir gerne, wenn ihr das schrecklich findet. Also, seid gerne ehrlich zu mir, Leute. Ich versuche mir das wieder abzugewöhnen. Ich habe da echt... Ja, keine Ahnung. Vielleicht, weil es daran liegt, dass ich in letzter Zeit sehr viel unter der Dusche singe. Da hört es sich aber wenigstens gut an, wenn ich singe. Ja, keine Ahnung. Kennt ihr das Phänomen, wenn ihr in der Dusche steht und dann singt und dann hört sich das immer besser an als im Real... Also, als ohne die Dusche? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie voll das Phänomen. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man in einem kleineren Raum ist und das schöne halt. Aber ich weiß es nicht, Leute. Ich bin kein Physiker. So, jetzt nochmal hier so und so und so und so und so und so. Und jetzt noch eben die letzte Schicht. Und damit haben wir das Steindach dann soweit auch fertig gebaut. Ist irgendwie schon ziemlich lustig, die Vorstellung, dass wir hier ein Haus gebaut haben, wo wir in Folge 1 quasi oben über die Erde gelaufen sind. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das Haus ist ja jetzt quasi unterirdisch. Und damals in Folge 1 sind wir hier über das ganze Gelände gelaufen, als, ja, als wäre da einfach gar nichts. Oder da war ja auch gar nichts. Und jetzt ist hier einfach so unterirdisch, im unterirdischen Bereich so ein Haushalt. Das ist schon cool irgendwie. Aber vielleicht bin ich auch nicht der Einzige, der das irgendwie cool findet. So, ja. Doch, so gefällt es mir doch deutlich besser, würde ich sagen. Jetzt schauen wir nochmal gerade eben Treppen und normale Blöcke. Ja, zeitlich könnte das sogar noch ganz gut funktionieren. Dann setzen wir jetzt nämlich als allererstes... Nein, Moment mal. Oh nein. Oder warten, bin ich jetzt blöd? Ja, ich bin... Oh, oder warte mal. Oh, ich muss mal gerade überlegen, Leute. Ich glaube, ich habe das wie vorher gebaut. Oder ich habe die ganze Zeit das Gefühl schon gehabt, aber ich bin mir nie sicher. Warte mal. Also so müssten wir jetzt hier theoretisch anfangen, ne? Und ich glaube, davor habe ich es eben so gemacht, dass ich hier eine Treppe dran gesetzt habe. Aber dann wäre das doch hier genauso wie vorher. So anderthalb Blöcke halt. Oder habe ich jetzt hier irgendwas... Hören, mach mir doch nicht immer einen Strich durch die... Ach, wisst ihr was, Leute? Ist egal, wir machen das jetzt so. Also, wenn ihr da was gegen habt, sagt es nach wie vor. Aber für mein Verständnis finde ich das so trotzdem in Ordnung. Ich würde das jetzt trotzdem weiter so machen. Und ja, ich warte mal ab, was ihr so sagt. Ach Mann, ey, manchmal, ey. Ja, ich lasse es mal unkommentiert. So, der muss nochmal eben weg. Dann nochmal Treppe. Und dann müsste jetzt da oben, glaube ich, am besten Half-Slap nochmal hin. Würde ich sagen. So, dann nochmal eine Treppe, dann Block, 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 sag mal Block, so, und dann Treppe, Treppe und Treppe. So, und hier unten müssen nochmal eben die Half-Slaps hingesetzt werden, das können wir auch mal eben machen.
Weil dann haben wir soweit das Dach vorne in der ersten Schicht schon mal fertig gebaut. Und dann können wir uns auch schon ein ungefähres Bild davon machen, wie es am Ende dann von der Seite aussehen könnte oder wird. So. Ja. Ach so, warte mal, wir haben die Treppe an der Seite vergessen. So. Können wir nur mal ein bisschen andeuten. So würde das dann aussehen. Ich finde es eigentlich in Ordnung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber ich finde es eigentlich in Ordnung. Ich würde jetzt erstmal nur hier die ersten drei setzen. Machen wir jetzt mal kurz, damit wir ein besseres Gefühl für das Dach bekommen, wenn es so gebaut werden würde. Und ihr schaut einfach mal ganz genau mir jetzt auf die Finger und bestimmt mal selber, ob ihr das so lassen würdet. Würdet ihr das Dach so bauen, wie ich es jetzt gerade gebaut habe, oder würdet ihr es ein bisschen spitzer... Was mache ich hier schon wieder? Würdet ihr es ein bisschen spitzer oder ein bisschen, ja, vielleicht doch mit höheren Seitenwänden oder... Ne? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, was euch dazu einfällt. Ich bin da auf jeden Fall sehr drauf angewiesen und freue mich da schon sehr drauf, weil ich mir halt selber echt unsicher bin bei dieser Aufgabe. Also an sich finde ich es schön, aber... Es gibt halt viele Möglichkeiten, so ein Bootshaus zu bauen und die eine sieht schöner aus als die andere. Also das ist immer so, ja, keine Ahnung. Ich sehe ab auch schon total viele Bilder von euch da draußen bekommen, von Versionen, wo ihr ein Bootshaus eben ausprobiert habt. Und ja, da gibt es auch eben sehr, sehr viele coole Ideen dabei. Also man kann auf keinen Fall sagen, dass es da die eine perfekte Idee gibt, sondern es sind viele Ideen, die auf ihre Art und Weise schön sind. So, gut, das hätten wir soweit. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal kurz zum Crafting Table und wir machen uns nochmal eben hier aus dem Glas... ja, die Glasscheiben. So, ist übrigens graues Glas. So, 32 haben wir da nochmal rausbekommen. Das ist jetzt nicht so mega viel, aber sollte für, ja, für die letzten paar Minütchen der Folge können wir die noch eben verbauen. So, hier wird nämlich alles zugebaut. So. Und das Schöne ist, jetzt haben wir hier auch keine Treppen mehr innen drin. Das heißt, die Glasscheiben werden sich auch mit jedem Zentimeter hier drin verbinden. So, und so. Und jetzt nur eben hier die Stelle... So, und so, und so, und so, und so. Wunderbar. So, jetzt müssen wir in Zukunft natürlich nochmal ein bisschen Glas rankarren. Dafür brauchen wir grauen Farbstoff und halt eben Glas, genau. Und ja, dann werden wir das Ganze hier zubauen. Und ich denke, mit dem Dach, wenn wir das so bauen würden, sähe es doch ganz gut aus. Die einzige Frage ist nur, soll das hier ein bisschen höher werden? Und die nächste Frage wäre, soll das hier ein bisschen spitzer werden und nicht ganz so abgerundet? Ja, lasst mich das auf jeden Fall gerne mal wissen und schreibt mir auch gerne eure Meinung zu dem heutigen Gesprächsthema in die Kommentare. Also, ja, würdet ihr das Ganze auch so sehen wie ich oder habt ihr vielleicht noch weitere Theorien, warum Hermine diesen Plan hatte? Würdet ihr den Plan von Hermine, sich in Millicent Bulstrode zu verwandeln, mit diesem Argument als dumm einschätzen? Oder hat Hermine vielleicht doch irgendwas bedacht, was ich jetzt selber nicht bedacht habe? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich auch über jeden Daumen nach oben, jedes Abo, ihr wisst das alle, Leute. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall am Sonntag wieder um 14 Uhr oder davor zu anderen Videos oder Livestreams, Leute. Ich würde mich freuen. Macht's gut und ciao!